Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Ja, wir sind letzten Mittwoch hier bei der Crew hier endlich angekommen, bei Jonah, bei Sam, bei, wie hieß sie nochmal? Habe ich jetzt vergessen. So, und ich wünsche euch allen auch erst einmal einen schönen Mai-Feiertag. So, wir müssen, glaube ich, ist das die Endurance eigentlich? Das Schiff hier? Oder das da hinten? Das ist jetzt die Frage. So, ich wollte jetzt aber hier, weil wir das ja letzten Mittwoch nicht gemacht hatten, mich einmal umsehen. So. Von da hinten ist, steht einfach ein verrosteter Panzer. Aua. Ja, die muss man merken, Lara ist immer noch kein Assassine. Also. Ich will mich hier trotzdem einmal umsehen. Das klappt nicht. Fehlende Ausrüstung. Okay. Das können wir noch nicht machen. Kann ich den hier zum Laufen bringen? Und damit durch die Insel schippern? Braucht bestimmt nur Treibstoff. Und vielleicht den Rost noch ein bisschen polieren oder so. Okay, dann wird nichts. Doch. Hi Freddy. Das ist der Wind im Game. Ist das Spiel sehr laut? Ich kann ein bisschen leiser machen. Ist kein Problem, wenn das etwas sehr laut ist. So, erstmal Muni. Davon haben wir genug. Noch ein paar Sachen sammeln. 881 haben wir. Und 3 Pfund. Apropos, warte mal. Okay, hier gibt es sonst nichts mehr. So, Freddy, dir auch erstmal einen schönen Mai-Feiertag. Schönen 1. Mai. So, gibt's da oben sonst noch irgendwas zum Sammeln? Oder haben wir hier alles? Dinger brauche, ob die relevant sind für irgendwas. Bestimmt, um das da kaputt zu machen. Ich weiß nicht, wofür ich die brauche. Vielleicht den auch nochmal hier so anlocken. Oder rausziehen. Versuch den mal von der Seite.
So, noch ein Ruck. Genau. Okay, wo wir sind die? Keine Ahnung, wofür die sind, wofür die waren. Okay, keine Ahnung. Null Plan. So, mal gucken, was es sonst noch gibt. Da ist was zum... Hier oben ist noch was. Da komme ich so nicht hin. Gut, dass ich nicht zu nah an dem Ding war. Okay, wo gibt's noch Minen? Grab in der Nähe. Da ist der Grab. Ich muss etwas Stärkeres finden. Okay, da komme ich dran. Okay, jetzt ist nur die Frage, wo? Wo kriegen wir etwas, um da ranzukommen? An den kommen wir so ran, immerhin. Nein, nicht runterfallen. Lara, das schaffst du. Lara, du bist Assassine. Haben wir den nächsten Minen. Süße Krabben. So, einmal, ich schau mal kurz auf die Map. Wir haben da eine Schatzkarte, okay. Die ist aber unten. Wahrscheinlich hat es mit dem Grab da zu tun. Wo wir erstmal nicht hin können. Da haben wir die nächste. 3 von 10. Wo gibt's noch welche? Okay, die Musik wird langsam ein bisschen epischer. Kann ich von hier noch mehr Minen sehen? Oder die Fackel wenigstens mal loswerden? Wieder?
Wieso komme ich nicht da ran? Ich würde da gerne irgendwie rein. Kann man da überhaupt rein? Ich glaube nicht. Okay, dann... Jahre alt. Okay, nice. Wer zum Teufel sind die? Die scheinen Kanonen zu haben. Keine Ahnung, lass mich nachdenken. Keine Funksprüche seit Stunden. Wir sitzen hier fest, Bruder. Was zum Teufel machen wir jetzt? Mann, halt einfach die Klappe. Ich muss nachdenken. Was geht hier vor? Ich will den Rauch nicht sehen. Ja, aber das könnte alles Mögliche sein. Es ist dunkel, gehen wir rein. Warte, hältst du das für eine gute Idee? Vielleicht sollten wir auf die nächste Schicht warten. Können wir vermutlich lange warten. Irgendwas stimmt nicht, Bruder. Pack deine Sachen. Wir brechen am Abend auf. Okay, nicht, dass er uns gleich sieht. Noch ein? Mit irgendwem hat er doch gesprochen. Wo? Da. Kopfschusskiller, perfekt. Waren das alle? Anscheinend. Wo ist der hin? Ist ins Wasser gefallen? Ja, super. Ja, der ist ins Wasser gefallen. So, dann wollen wir mal hier hoch. Da ist er. Da ist wer. Der Haken? Anscheinend. Ach stimmt, genau, das... Ich dachte, wir sollten zu Alex. Scheiße, das Ding fällt auseinander. Raus hier. Bleib, wo du bist. Das kannst du nicht rein. Was machen wir jetzt? Schnauze halten und irgendwo verstecken. Okay, der eine hat uns ein Visier, der andere, also beziehungsweise hätte uns rein theoretisch ein Visier, der andere ist direkt vor uns. Und weglocken kann ich die jetzt schlecht. Hilf mir mal einer! Und da ist noch einer. So macht man das. So etwas wurde von Schreibern am chinesischen Kaiserhof benutzt. Eine kleine Gravur deutet darauf hin, dass es Eigentum eines kaiserlichen Botschafters war. Okay, erstes Artefakt in diesem Gebiet haben wir. Gibt es hier noch was? So, wenigstens kann ich die beiden jetzt looten. Oh
Und natürlich werden sie wieder nass. Hallo Jona, ich hab was für dich. Danke. Was ist? Alex müsste längst zurück sein. Hilfe! Hilfe! Dr. Whitman! Jona! Hilfe! Wie viele sind es? Ich weiß nicht. Sind sie verletzt? Ich habe keinen gesehen. Ich habe sie wohl verschreckt. Ich bin meilenweit gerannt. Und kaum ins Schwitzen geraten. Bin wohl fitter, als ich dachte. Sie hätten sie ja zu uns führen können. Genauso wie im Palast. Was? So war das nicht, Lara. Sie packten mich, als du Sam geholt hast. Was zur Hölle meint er? Sie sagten, nur dann würden sie dich und die anderen am Leben lassen. Ich wollte dich warnen. Wir haben keine Zeit dafür. Keine Ahnung, was ihr beide für ein Problem habt. Und ehrlich gesagt, ist es mir auch völlig egal. Ich wollte sie nur... Hey, noch ein Wort und ich schwöre bei Gott, ihre Zähne machen Bekanntschaft mit meiner Stopp, Faust. Stopp, stopp. Wenn wir uns selbst bekämpfen, dann verlieren wir. Stimmt. Und deshalb wird das auch nicht passieren, okay? Ich sehe nach Alex. Wo war das Werkzeug? Im Maschinenraum. Aber er kann auf sich selbst aufpassen, Lara. Schön. Dann sind wir ja bald zurück. Lara, warte! Okay, was hat er jetzt? Hier, nimm den Bogen. Ich habe ihn gefunden und für dich aufbewahrt. Der hat Kraft. Ich schätze, der kann alles durchbohren. Danke, Jonah. Und der kann alles durchbohren? So, Kamponbogen. Waffen modifizieren, Rekorbebung zu Kamponbogen. Nice. So, und hi, Kami. Ja, alles gut. Viel Spaß im Lör. Wir wollten ihr jetzt nicht direkt mitten während der Szene hier auf den Chat direkt eingehen. So, Kampfraumbogen. So, und wir haben Fähigkeiten. Wo könnten wir das investieren? Ich bin heute zum Vergleich leise. Vielleicht ist das Spiel einfach laut. Ich hatte vorhin gefragt, ob das Spiel vielleicht zu laut ist. So, ist das besser? Oder so vielleicht? Ich brauche jetzt kurz Feedback von euch. So ist viel besser, aber Spiel ist auch laut und deutlich. Das ist jetzt mir wichtig zu wissen, weil beim letzten Mal bei Enshrouded, wo ich das mit dem Audio hier hatte. Ah, Waniki, hi. So, also Spiel versteht man, hört man gut und mich hört man gut. Denn letztes Mal, wo ich das ein bisschen dann umgestellt hatte, war das Spiel gar nicht mehr zu hören. So, einen Moment, dann spiele ich mal eben kurz. Komm, wir benutzen jetzt mal die schmutzigen Tricks endlich. Drücken Sie B zum Ausweichen und Y, um Feinden Dreck in die Augen zu werfen. Hier wollte ich noch eben was machen. So, wir können hier Napalmpfeile und geflochtene Sehne machen. Napalmpfeile. Aufgeladene Feuerpfeile setzen beim Einschlag einen großflächigen Feuer frei. Oh! Feu, wir brennen die ganze Insel nieder. Und geflochtene Sehne. Eine geflochtene Sehne, die den Schaden erhöht. Klingt auch schon mal nice. So, haben wir hier noch irgendetwas?
Okay, soweit haben wir es mal. Ah, war nicht gut. Du jetzt auch? So, ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Lara, die Endurance liegt auf der anderen Seite dieser Klippen. Wahrscheinlich kannst du den neuen Bogen auf dem Weg gut brauchen. Vielleicht über die Felsen bei dem Dock. Okay, danke, Jona. Ich will mal jetzt einen Bogen ausprobieren. Komm, Lara, mitnehmen. So. Ich will jetzt mal den neuen Bogen da ausprobieren. Das müsste er jetzt schaffen, oder? Das klappt nicht. Hä? Ich habe doch einen neuen Bogen bekommen? Oder klappt nicht? Vielleicht das da jetzt? Das Spiel muss ein bisschen lauter. Okay. So. Ich muss etwas Stärkeres finden. Die Stimmen sind an sich manchmal leise und manchmal doch dann wieder sehr laut. Jetzt ist perfekt. Okay. Ich glaube, dafür war der Bogen, dass ich jetzt da rein dingen kann. Jo, Prost! Übrigens, okay, euch beiden Reyes, auch einen schönen 1. Mai. Was genau brauchst du? Alex, da bist du. Wir waren schon besorgt. Ich brauche ein Stemmeisen und den Rest meines Werkzeugs. Sonst gibt's keine Reparatur. Okay, wird gemacht. Lara kommt zu dir. Du solltest auf sie warten. Lara? Nein, nein. Ich schaff das. Ich gehe jetzt rein. Ab jetzt Funkstille. Alex, was machst du da? Okay, Lara, wenn es alleine schafft, dann kannst du wieder zurückgehen. Ich sag mal so, ich habe heute verpennt. Den ganzen Tag. Ich war bis 9 Uhr wach heute. Schande über mich, Schande über mein Haupt. Dass ich so lange durchgemacht hatte. Und dann den größten Teil des Tages irgendwie gepennt. Jetzt muss ich wirklich da runter. Upsi. Stemmeisen und den Rest meines Werkzeugs. Sonst gibt's keine Reparatur. Okay, wird gemacht. Lara kommt zu dir. Du solltest auf sie warten. Lara? Nein, nein. Ich schaff das. Ich gehe jetzt rein. Ab jetzt Funkstille. Alex, was machst du da? Wie weit ich schon in dem Game bin? Also eigentlich schon relativ weit. Ich habe das jetzt, glaube ich, irgendwann mit ich glaube schon 70% schon fast abgeschlossen. Also geht schon langsam Richtung Ende. Ja, die Dev-Szene war schon richtig sick, ey. Wurde das wirklich als Kopfstütze benutzt oder gehört es zu einem größeren Bildhauerwerk? Ich werde es herausfinden, falls ich je von hier wegkomme. Meinst du jetzt nach diesem Teil von Tomb Raider oder allgemein nach der kompletten Tomb Raider Saga? Weil hiernach hatte ich vorgehabt, direkt mit Rise of the Tomb Raider weiterzumachen. Klar, direkt den nächsten danach.
Warte mal, habe ich jetzt die... Habe ich die Dings mitgenommen unten? Ja. So, also hier nach direkt dann Rise of the Tomb Raider. Nach Bryce, Was ist da oben los? Irgendeine Frau hat alle Gefangenen befreit und alle anderen umgelegt. Wo zum Teufel ist sie? Ich weiß es nicht. Was? Komm. Alle erledigt, oder? Von dieser, ich sag jetzt mal, neueren Trilogie gibt es drei Teile. Also Tomb Raider Definitive Edition, dann Rise of the Tomb Raider, hier Freddy für dich. Und nach Rise kommt dann Shadow of the Tomb Raider. Aber das ist quasi... Das ist quasi die Origin Story von Lara. Warte mal. Lara, spring... So, so. Alles mit ihm. The Foot of Tomb Raider, keine Ahnung, wann das kommt. Hügelgrabräuberin. Ein von fünf Hügelgräber gefunden. Na super. Gibt hier noch mehr? Vielleicht muss ich hier noch ein bisschen so erkunden. Wir müssen ja noch einiges an Minen. Da ist die nächste. Und was haben wir hier? Perfekt. Munition. Na super. Okay, ich glaube, mehr gibt es hier jetzt nicht. Ich habe jetzt eine Kostenanfrage für die Sonderanfertigung eines persönlichen Pferdes beantragt. Bin gespannt, ob ich mir das leisten kann. Eines persönlichen Schwertes? Warte mal, wie... Das muss mir mal erklärt werden. Also du hast jetzt jemanden... gefragt, ob er dir ein Schwert schmiedet? Lara, beweg dich. Von Razzi Kobilla will sie das Schwert schmieden. Okay, Freddy, wo gibt's solche Schmieden? Ich will auch. Was zum Teufel sagen wir den Vollstrecker? Nur keine Sorge. Wir sagen, er ist durchgedreht und gesprungen. Aber du hast ihn erschossen? Details, Mann. Die finden doch nicht mal seine Leiche. Verdammt, Bruder. Warum musstest du das tun? Er hat sein Maul nicht gehalten. Hat mich wahnsinnig gemacht. Sonnenkönigin hier, Sonnenkönigin da. Immer nur beten und singen. Unerträglich. Umhauen hätte gereicht. Ich bin durchgedreht. Das passiert hier ziemlich schnell. Schon, aber du musst das kontrollieren. Halt einfach den Mund wegen der Sache, okay? Klar, klar.
So, wann trennen die sich? Ich finde es super, manchmal dessen Gespräch mit anzuhören. Hier rüber! Kommt noch einer? Na, okay, schade. Gibt's sonst noch was? Noch ein Grab. Okay, da gehen wir rein. Die Form dieser Stütze scheint etwas bequemer zu sein. Die soll bequemer zu sein, diese Stütze? Okay. Jetzt ist die Frage, wo lang? So. Mehr ist da nicht, okay. So, Innoston, möchtest du dir auch noch bestellen? So, aber wo gibt's diese Schmiede? Ich will auch eine. Ich will auch ein Schwert. Wo kann man sowas machen? Hier bei mir in der Umgebung gibt es keine Schmieden. Wo man sowas anfragen kann. Deinem Besitzer zugestoßen. Auf dem Schild ist ein Name. Wo ist das Schild? Millie. Ach, hier. Unterm Rock. Ein Plüschhasen unterm Rock. Super. So tief sind wir gesunken, ey. Warte mal, Freddy. Kann es sein, dass es vielleicht an diese US, also aus den USA, die einen da sind? Baltimore Knife and Swords oder so ähnlich heißen die, glaube ich. Kann es sein, dass du da das angefragt hast? Ein deutscher Historienladen. Ah, okay. Dann habe ich keine Ahnung, wer das sein könnte. Dahin geht's nicht weiter. Dann gehen wir hier entlang. Das überflutete Gewölbe. Die schneidern auch Klamotten. Also wenn du mal ein Herzoginnenkleid für deinen Level 100 Stream brauchst, die messen dich aus. Danke, Freddy. Kommandogewehr gemeistert. Also habe ich jetzt... Den haben wir schon mal zu 100%. Das ist bei 50%. Das hier bei 89%. Hier bräuchten wir nur noch eine Sache. Und dann alles nur hier auf Jäger. Hier. Hier können wir ein paar neue Sachen. Splittergranaten. Diese Granaten setzen bei der Detonation Schrapnelle frei, die Feinde in einen großen Wirkungsradius außer Gefecht setzen. Präzisionslauf. Eine individuelle Laufmodifikation, die Projektilgeschwindigkeit und so den Schaden erhöht. Ich würde den hier vielleicht machen. So, Visier. Erhöht den Zoom und verbessert so die Präzision auf große Entfernung. Drücken Sie RS, also rechten Stick, zum Zoom. Oder Schalldämpfer können wir uns nicht mehr leisten. Gut, machen wir das. Dann haben wir jetzt noch mal ein paar Sachen zum Sparen. Hier noch genau zwei Sachen.
Das war ein Teil der Forschungsanlage. Forschungsanlage? Ich dachte, wurden sie wirklich hergeschickt, um die Stürme zu untersuchen? Hieß das nicht, dass es ein Grab? Und jetzt auf einmal Forschungsanlage? Der Strom ist noch da. Wie kann das sein? Was ich für ein Schwert haben möchte. Boah, ist extrem laut. Sorry. Was ich für ein Schwert haben möchte. Also ich will ja nicht gerade ein Schwert, sagen wir so, sondern eher die versteckte Klinge aus Assassin's Creed, sagen wir so. Okay, der hängt fest. Was soll ich da machen? Anzünden wahrscheinlich. Können wir den da rüberziehen? Komm! Ich glaube, das müsste reichen, oder? Perfekt, das hat gereicht. Jetzt schnell. Ja. Geschafft. Hidden Blade wäre aus Stahl und funktional halt illegal. Kann man sich aber easy selbst bauen. Schade eigentlich, dass es illegal ist. Ich finde das wirklich schade, dass das illegal ist. Ein Lagerraum. Artefakte aus einem alten Grab. Wonach haben sie gesucht? Gute Frage, wonach sie gesucht haben. Ich habe gefunden, was ich gesucht habe. Grab durchsucht. Das überflutete Gewölbe. Ich wollte schon sagen, warum komme ich da jetzt hindurch? Ja, aber okay, das ergibt auch Sinn, dass da hinter der Wand dann vielleicht ein Grab war und drumherum dann die Forschungseinrichtung. Haben wir hier etwas Neues? Wir haben wieder 400. Was kostet das 500? Das 500, also 1000 bräuchten wir, wenn wir beide haben wollen. Guten Abend, Oldcoin, und dir auch noch einen wunderschönen 1. Mai. Warte mal, wir kamen von da. Da war. Okay, da müssen wir hin.
So. Karte aktualisiert. Ach, jetzt. Okay, aber hier die Karte fehlt uns noch. Warte mal, hier fehlt uns noch was. Hier fehlt uns noch ein Geocache. Okay, wie kommen wir da hin? Hör auf mich zu ich reinige den Herd und Backofen. Mach jetzt nur so. Old Kern, dann mein Beileid dafür, dass du das machen musst. Ich glaube, ich muss dafür sehr weit runter, oder? Da unten. Wieder diese Dinger, wofür wir auch immer die brauchen. So, ich will das da haben. Das wir vergessen hatten. Wie komme ich da wieder runter? Ohne drauf zu gehen, natürlich, meine ich. Da ist noch ein Geocache. Okay, ich glaube, wir haben keine Wahl, außer hier irgendwie runterzuspringen. In der Hoffnung, dass wir das auch irgendwie überleben. Ich glaube, ich komme da jetzt erstmal noch nicht runter. Ich glaube, das kann ich erstmal vergessen. Wenn ich jetzt hier runterspringe, bin ich dann tot. Okay, dann machen wir... Dem komme ich jetzt auch erstmal noch nicht dran, ne? Müssen wir später wiederkommen. Hier ist schon die nächste Schatzkarte. Ja, super. Egal, wir machen weiter. Oh. Das hätte ich mich nicht getraut in Real Life. So, was haben wir hier? Die Sonnenkönigin wird alt. Bald wird sie ihre Nachfolgerin bestimmen. Ich fürchte, dass ich es sein werde. Ich bin jetzt ihr Liebling. Sie verhätschelt mich, nennt mich ihre erste Tochter. Sie hält mich stets bei sich wie eine Puppe. Kämmt mein Haar, zieht mir ihre Lieblingskleider an. Das beunruhigt mich kolossal. Aber noch schlimmer ist ihr Blick, der fortwährend auf mir ruht, als ob sie ihr eigenes Spiegelbild betrachtet.
Liegt hier noch irgendwas? Ne, da kann ich ja nicht rausziehen. Das klappt nicht. Okay, was war denn das nochmal, was uns fehlt? Komm ich da hoch? Hier rüber wahrscheinlich. Ja, wir kommen hier hoch. Okay, das ist der Weg. Aktuelle Position, Bunker an der Klippe. Achso, da leuchtet nur was. Echt krass, den Elsterblick, den wir hier haben. Die Endurance. Sie schlachten sie aus. 500 haben wir. Wir können die nächste, nächste Ausrüstung machen. So, wo war denn das? Hier ist Schalldämpfer. Um schallgedämpfte Schüsse auszuwählen. War das hier auch eigentlich mit dem Dings? Lara, die traut sich auf jeden Fall was. Gibt's unten auch noch irgendwie was? Ne. Okay, was haben wir hier? Nochmal was zum Anzünden. Perfekt. Und jetzt die ganze Insel. Vorherige Bewohner, neue Herausforderung abschließend für Erfahrung. Ein von vier Flaggen. Wir hatten schon mal Flaggen gefunden gehabt, die wir anzünden konnten, aber auch nicht alle. Schaffen wir alle? Bruder, du sollst ruhig sein. Halt den Mund. Moment, Herr Klemm! Bruder, bitte. Ich bin nicht dein Scheiß. Was? Hier rüber! Was? Nein! Okay, ich hatte gehofft gehabt, ich krieg's vielleicht hin, alle im Schleichen hier auszuschalten. Den haben wir zumindest. Hä? Drück ich das Falsche? Ich muss. Ah!
Ich glaube, ich muss hier. Ich glaube, ich muss mit ihm bleiben. Was ist da unten los? Alles in Ordnung? Alles bestens. Nein. Setz nur den Generator wieder in Bewegung. Wer hat hier wen erschossen? Zurück an die Arbeit. Ich glaube, auf diese Art kriegen wir schon alle hin. So, wo sind die anderen? Da hinten war noch einer. Okay, der ist ein bisschen schwerer gerüstet. Wo ist er hin? Okay, der eine liegt da drunter. Wo ist der andere? Der schwere? Ja, super, jetzt geht's los. Okay. Ich hab gedacht gehabt, ich hätte vielleicht. Alter, spreng die hier dann los. Was ein Lurk, Old Coin. Ich habe kaum Muni noch. Okay, das wird super mit dem. Ey, ausweichen, habe ich gesagt. So, den haben wir. Sind alle tot? Alle tot bis jetzt? Okay. So, wo liegt... Da liegen sie. Und auch dir einen wunderschönen 1. Mai, Falli. Wie geht es dir? Wie du siehst, haben wir es geschafft, hier alle... mit Schleichangriffen und so weiter auszuschalten, ohne entdeckt zu werden. Feldbericht der Expedition. Unsere Küstenbasis wurde von unbekannten Kräften angegriffen. Wir vermuten, dass die Amerikaner hier sind und versuchen, unsere Operation zu sabotieren. Die Kommunikation auf der gesamten Insel ist gestört und wir haben schwere Verluste. Viele unserer Soldaten sind einfach verschwunden. Die verbliebenen Männer sind unterwegs zum Kloster, um die Kontrolle über die Wetterphänomene zu erlangen. Wir rechnen mit heftigem Widerstand unterwegs. Erbitte schnellstmögliche Verstärkung. So, das haben wir. Gibt es hier noch einen anderen Weg irgendwo zum Erkunden? Pfeile müssten wir auch haben. Ne, haben wir. Okay, soweit erstmal alles voll. Da komme ich nicht hoch.
nicht alle gelootet? Wo geht's denn hier nochmal? Noch weiter nach oben oder noch weiter? Das war's nicht. Boah, das hier ist Ewigkeiten her. Ja, hier. Ja, ihr schießt auch auf mich. Rennen soll der. Ach, der lebt ja immer noch. Ja, wieso trennt ihr den nicht? Ich wollte schon sagen. Willkommen zurück, Fali. Was war denn mit dem PC? Nutzt mal die Shotgun. Oh, warte mal. Der hat Muni. Du tanzt für mich. So, erstmal alles mitnehmen. Alles nachladen. Hotsparks gespielt. Zwei von drei Teilen Schurfende gefunden. Also das Übliche. Oddsparker. Müsste ich auch irgendwann mal spielen. So, den haben wir nicht hier. Da ist noch einer. Ja. Und ich muss wegen dem einen jetzt nochmal runter, oder wie? Super. Ich mag den Granatwerfer. So, ich gehe jetzt aber nochmal runter, den da zu holen. So. Fally, hat eigentlich Ortsparks irgendwie eine Story oder sowas? Ich frage einfach so aus Neugier, weil ich kenne das Spiel eigentlich nur jetzt vom Namen, sagen wir mal so. Das ist quasi so eine Art Endlosspiel. So, erstmal alle in die Luft. Ja. Wie es sich gehört. Okay, wir sind schon wieder bei fast 500 Treibgut. So. Da
Analyse und da ist noch was zum Verbrennen. Was für ein Mist bist du denn da wieder reingeraten? So, 2 von 4 Flaggen verbrannt. Hallo, hier lang. So. Am Anfang kam irgendwelche Cutscene-Gedöns, aber ich habe es nicht weit verfolgt, da es mir bei so einem Game nicht um irgendwelche Story geht. Also keine Ahnung. Das klingt sehr vielversprechend. Müsste ich dann auch mal spielen. Ah, mal gucken. Da gibt es das. Im Jahr Meiji 6. Also 1873. Gibt es das Spiel auf Steam? Könnte ich mal vielleicht an meinem Geburtstagsstream am 4. mal ausprobieren. Eine Seite ist abgenutzt, als hätte jemand häufig daran gerieben. Vielleicht die Glücksmünze eines Soldaten. So, weil an meinem Geburtstag wollte ich ja mehrere Sachen machen. Ist vor kurzem Early Access auf Steam erschienen. Ah, okay. Muss ich mir mal ansehen. An meinem Geburtstag wollte ich auf jeden Fall so oder so ein paar Games mehr ausprobieren. Lara hat völlig recht. Hier läuft eine gigantische Scheiße. Das natürliche Phänomen mit dem chaotischen Wetter. Die militärische Forschungsbasis, eine Sonnenkönigin und ein verrückter Kult? Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich's für einen Riesenfake halten. Mit versteckten Fernsehkameras in den Bäumen. Aber ich muss zugeben, es jagt mir eine Höllenangst ein. Ich reiße zur Tarnung Witze darüber, aber Reyes tritt mir deswegen sicher bald in den Arsch. Ich muss was Nützliches tun, bevor ich völlig durchdrehe. Ich wäre so gerne mehr wie Lara. Sie ist der Hammer. Nicht nur schlau, sie kann auch echt heftig austeilen. Und wenn sie mich bisher nicht bemerkt hat, passiert das jetzt auch nicht mehr. Außer ich mache etwas, das ihre Aufmerksamkeit erregt. Wir wissen, was wo er drin feststeckt bei Lara. Der Arme steckt in der Friendzone. Warte mal, ich habe da jetzt was vergessen. Nochmal kurz zurück. Gibt's da unten auch noch was? Nein! Ich dachte, da unten wäre noch was. Ich wollte das hier machen. Wir haben Fähigkeitenpunkt. Dann können wir den hier auch mal machen. Sammeln Sie zusätzliche Belohnungen beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmitteltruhen. Dann haben wir das auch endlich voll. Hier haben wir 100%. Hier haben wir 100%. Dann fehlen nur noch 4 Punkte hier rein zu investieren. Und hier können wir die Splittergranaten dann jetzt endlich mal machen. Endlich meistern. So, hier fehlt uns noch irgendwas. Eine Verbesserung. Warte, 1, 2. Okay. Maschinengewehr, also Gewehr haben wir schon auf 100% und das hier auf 100%. Also hierfür und hierfür müssen wir noch irgendwas finden. Yeah.
Fracht zum Transport vor, wenn ihr damit fertig seid. Passiert da noch was, oder? Er rührt sich nicht. Aus dem Weg. Ich mach das. Einfach mal ein Ohr. Ist der Typ. Okay, vielleicht. Alter. Wie sehr ist er noch gepanzert? Nein! Ah, okay, ausweichen und dann. Okay. Komm, mein Kleiner. Nein. Zu früh. Wer ist Wladimir? Steigklemmenantrieb. Neue Ausrüstung erhalten. So, was den Steigklemmenantrieb angeht, dürfte einem gar keinen Sinn ergeben. Der müsste eigentlich... Also, das Ding da oben, was da jetzt hängt, was wir jetzt gezogen haben, das müsste eigentlich so hart da irgendwie sein, dass wir uns eher in die Richtung ziehen würden, als anstatt, dass wir da... den zu uns ziehen. Finden Sie Alex. Bin wieder da. Ja, hier müsste mal jemand aufräumen. Jetzt.
Wo ist der da? Kopfschuss, perfekt. Noch jemand da? Gibt's hier ein Dokument? Der fehlt uns. Den müssen wir noch mitnehmen. Ach, hier. Vermutlich muss ich Lara für diesen Job danken. Sie hat immer an mich geglaubt. Die Akademiker im College haben Film als Unsinn abgetan. Ich war für sie nur eine dumme amerikanische Nervensäge mit einer Kamera. Aber wisst ihr was? Die meisten könnten etwas Bewegung in ihrem Leben durchaus brauchen. Und ich weiß, dass Lara tief drinnen einfach mal die Sau rauslassen wollte. Sie brauchte nur etwas Hilfe, um das Partytier in sich aus dem Käfig zu lassen. Wir haben zusammen viele großartige Abenteuer erlebt. Diese irrwitzige Rucksacktour durch Bulgarien. Ich habe sie ständig in Clubs geschleppt. Und die Bergwanderung am Südhang des Kilimandscharo. Lara war immer nur an Ruinen interessiert. Ich habe das Gefühl, diese Expedition wird Furore machen. Lara mit Notebook, ich mit Kamera. Noch ein verrücktes Abenteuer. Ja, okay. Ich mag's auch nicht, wenn man mich einfach irgendwo zu einem Club oder sowas mitschleppt. Muss ich ehrlich sagen. Ich bin kein Partymensch, kann man sagen. No smoking. Okay. Gut, dass ich eine Fackel dann anmache. Wenn hier Rauchen verboten ist. Wie oft kann ich dagegen? Was ist los? Bist du okay? Ich sitze hier unten fest. Das sieht nicht gut aus. Die Tür ist blockiert. Aber mit dem Frachthaken kriege ich das hin. Halte durch, okay? Ich hol dich da raus. Mit dem Frachthaken? Lass dir nicht zu viel Zeit. So. Ich muss irgendwie da rauf, um sie freizukriegen. Warte mal. Ach, hier. Okay, nee, das war irgendwie falsch. Alex, hör auf zu jammern. So. Kräftigen Fuß hatte da auf jeden Fall. Okay. Nee, das war falsch. Alex! Nochmal zurück. Ich muss da reinkommen. Alex, ich hol dich ganz schnell da raus. Okay, jetzt den Weg fahren. So, und jetzt. Also komm, 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 komm. Dass er sich auch schon automatisch selber frei hat. Einhakt meine ich, nicht frei hat. Gibt's hier noch irgendwas zum Looten? No. Okay. Direkt zu Alex. Oh, Alex. Du hast das Werkzeug. Wow, ich hab dich beeindruckt.
Dann mach ich. Oh Gott! Oh, tut mir leid. Ah. Gut. Das war's wohl mit der Tanzkarriere. Kein Ausweg mehr! Was machst du denn? Du bringst uns doch um! Ich komme hier nicht mehr raus, Lara. Nimm das mit. Nicht ohne dich. Hey, wie oft kann ein Typ wie ich schon ein Held sein? Die anderen zählen auf uns. Ja, Alex tut mir leid, der hat nur einen Kuss auf die Wange bekommen. Dafür, dass er sein Leben opfert. So, einmal nachladen. Kann ich hier? Ja, hier entlang. Sieht so aus. Hier noch irgendwas? Hier gibt es einen Geocache. Und jetzt falle ich hier runter, das wär's. So, haben wir hier was Neues? Wir haben nur 100 Treibgut. Hier haben wir nichts Neues. Hier haben wir auch nichts Neues. Keine Erfahrungspunkte. So, dann haben wir hier noch was. 4 von 5. Bisschen verschwendet. So, aber ich würde dann jetzt vielleicht noch mal einen kurzen Break machen, eine kurze Pause, würde ich sagen. Und werde gleich wieder da. Muss eben doch noch auf Toilette und vielleicht noch eine neue Dose Energy holen.